Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe der Tourismus Namibia Sendung. Mein Name ist Frank Steffen und ich bin als Redakteur der AZ natürlich jede Woche dabei und begleite Sie durch diese Sendung. Als erstes haben wir natürlich wieder die Topics, Destinations und dann To the Point. Aber unter Topics bringen wir Ihnen heute etwas über Lugard. Das ist ein Elefant, der oben in Kenia eben verendet ist. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte, dachte ich, muss ich mal teilen. Dann gucken wir uns auch Ochrabisfälle an. Das ist unten am Oranje-Revier. Das ist natürlich gewaltiges Wasser für unsere hiesigen Verhältnisse, aber ich denke, für überall oder irgendwo wäre das massives Wasser. Ja, und das sind die Ochrabisfälle. Dann besuchen wir die wüstenadaptierten Löwen. Hier eine Löwin, ich wollte das einfach mal zeigen, dieser Desert Lion Trust, der hat uns erlaubt, ja, ihre Videos immer mal wieder zu teilen. Und also eben auszustrahlen. Und das ist interessant. Das Tier wurde eben mit einem Halsbandsender versehen. Ja, und dann haben wir nochmal eine weitere Löwin. Da sieht man auch das Halsband. Und die will natürlich diese Giraffe erwischen mit Macht und Meinung. Ich habe gar nicht gewusst, dass Giraffen so riesen Schritte machen können. Ja, und dann unter Destinations haben wir diesmal Haus Schwerinsburg. Das ist natürlich jetzt nicht das Gästehaus, sondern nur einfach die Straße runter, einfach die Aussicht über Windhoek hinweg. Dann dachte ich, einfach müssen wir Ihnen mal so was Kurzes zeigen. Ja, und dann möchte ich mich heute so ein bisschen über Live-Cams unterhalten. Das ist ja so ein Trend, der international ist, diese Live-Kameraaufnahmen, die dann eben ins Netz gesetzt wurden. Und da habe ich mir ein paar rausgesucht, wollte das kurz mal mit Ihnen besprechen. Und dann unter To the Point wenden wir uns dem Max Muyembo-Ruko zu. Max ist jetzt nicht hier auf dem Bild, sondern das hier ist Andreas Maruano. Und zwar hängt das so ein bisschen damit zusammen mit Recon Africa damals, als wir zum ersten Mal oben im Kavango den Andreas besucht hatten und uns so ein bisschen mit dem Thema befasst haben. Und da ist natürlich inzwischen eine schöne Dividende rausgesprungen für Max Muyembo-Ruko. Aber dazu mehr später. Als erstes haben wir natürlich heute die Topics. NMH Ad One brings you news from all across Namibia. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact NMH1 at synergy.com.na. NMH Ad One, your lunchtime news companion. Ja, willkommen zurück und wie gesagt, als erstes wenden wir uns dem Lugard zu. Das ist ein sogenannter Supertasker. Also wenn man hier auf diese Bilder schaut, ich habe nicht geahnt, dass Elefantenzähne so riesig groß werden können. Also hier in Namibia sind sie auf jeden Fall nicht so groß. Wir haben bestimmt große Elefanten und wir haben auch große Elefantenzähne dabei. Aber dass das nun ein derart Riesenviech wird, das hier ist natürlich nicht das appetitlichste Foto jetzt. Aber ich hatte es einfach mal mit reingebracht, aus dem einfachen Grunde, man hat diesen Elefanten gefunden, der ist halt verendet. Also es war einfach ein Altertum gestorben und war nichts Abnormales passiert. Hier sieht man, wie riesig diese Zähne sind. Ich habe dann in dem Internet nachgeschaut, das war Kenya Wildlife Service, die darüber geschrieben haben und die sagen, wir feiern Lugard, einen von Kenias Supertaskers. Ich wusste gar nicht, wie man das auch sonst nennen soll, ein Superzahn. Auf jeden Fall schweren Herzens nehmen wir Abschied von einem der ikonischen und majestätischen Supertasker von Tsavo namens Lugard, der gerade an Altersschwäche verstorben ist. Und in dem Bestreben, diese Botschafter der Elefantenwelt besser zu schützen, haben Tsavo Trust und KWS vor 10 Jahren das Tsavo Big Tasker Projekt ins Leben gerufen, mit dem Ziel, den legendären Taskern mehr Sicherheit und Schutz zu bieten. Am 21. November entdeckte der Naturschutzbeauftragte und Pilot Joseph Kimaile von Tsavo Trust bei einem regelmäßigen Aufklärungsflug über den Tsavo West Nationalpark des KWS den 3 Tage alten Kadaver von Lugard. Naja, und sie sagen dann halt nur, sie haben da Leute rausgeschickt,
haben natürlich als erstes vermutet, dass da irgendwo Mist wäre mit Wilderei und so weiter und konnten dann aber sehr schnell feststellen, dass dem Tier eigentlich nichts fehlte, außer eben, dass es verendet war. Und es ist zwar schade, aber Sie sagen, er hat sich also Zeit seines Lebens immer vermehrt. Mit dem Resultat ist, dass seine Gene wahrscheinlich auch übertragen wurden an die nächste Generation, sodass hoffentlich auch da wieder einige Supertasker rausspringen. Ja, und das war Lugard. Ich fand das einfach nur interessant wegen dieser massiven Zähne. Also ich bin hier aufgewachsen und glauben Sie mir, auch ich sehe nicht jeden Tag solche Zähne. Ja, und dann auch Rabies, da sprachen wir vorher drüber. Ich habe da so ein kleines Video zugesandt bekommen und ja, wir als Namibier kennen nicht solches Wasser. Gucken Sie sich das mal selber an. Ja, es ist immer ist ein schönes Bild, wenn das so kommt. Ist natürlich auch sehr viel Schaden durch entstanden. Ist natürlich der Oranjefluss, der gerade über die Ufer auch getreten ist. Deswegen, man sieht ja, wie teilweise dieses Wasser schon beinahe bis zu diesem Ausguck da hochkommt und so weiter. Also ich denke schon teilweise recht gefährlich. Wie dem auch sei, unterhalb dem Flusslauf, also weiter runter in Richtung Oranjemund, ist natürlich viel Schaden entstanden. Wir hatten es ja letzte Woche berichtet von diesen Leuten. Ja, und hier haben wir den Desert Lion Conservation Fund und Trust und so weiter. Die sind ja alle da oben. Und diese Löwin, die sollte eben mit einem Halsband versehen werden und sollte natürlich ein Halsbandsender sein. Und man sieht ja auf diesem Foto, sie guckt schon recht kritisch in Richtung der Leute, die sich ihr wohl nähern. Und hier im Nachhinein sieht man, wie das Tier so ein bisschen in ihre Richtung, also wieder zurückläuft. Man sieht diesen Dart da hinten, der steckt so hinter dem einen Ohr da so an der Schulter raus. Ja, die haben natürlich das Tier betäubt und dann natürlich mit dem Halsband versehen. Das wurde natürlich untersucht und gemacht. Das ist ja, was sie halt da oben machen. Und es geht ja letztendlich darum, um diese wüstenangepassten Löwen eben einerseits zu erhalten, sie aufzupassen, ein bisschen so ihren Lebensweg mitverfolgen zu können, damit man halt sieht, wie es den Tieren geht. Und sehr wichtig, diese Halsbandsender dienen natürlich dem Zweck, dass wenn die sich den Krälen nähern, weil sie eben natürlich die Haustiere am liebsten und am einfachsten jagen können bzw. erlegen können, dann sind diese Halsbänder Gold wert, denn die Leute können Krach machen und das Tier verjagen. Das dient also dem Tier letztendlich. Aber weil ich diese Videoaufnahme fand, dachte ich, das wäre vielleicht auch für Sie mal einfach interessant zu beobachten, was da eigentlich so passiert, wenn dieses Tier versucht, sich dagegen zu wehren. Gucken Sie sich das an. Ja, es ist einfach mal interessant zu sehen und na klar, man kann ja sehen, dass sie die Aufnahme nicht unnötig verlängert haben. Ging ja nicht darum zu zeigen, wie sich das Tier da ärgert und dagegen kämpft, sondern ging einfach nur mal darum zu zeigen,
dass es halt gar nicht so einfach ist, diese Tiere da für einen Moment da zu betäuben und dann eben auch nah genug ranzukommen. Man konnte ja auch auf dem einen Foto sehen, die Hand, die so auf der Schulter lag, die wurde sehr vorsichtig ausgestreckt. Also wahrscheinlich ist da doch eine gewisse Angst, die einfach bleibt, und ich kann es den nachvollziehen. Ja, und dann haben wir nochmal, wo wir schon mal bei Löwen sind, haben wir nochmal eine Videoaufnahme für Sie. Und die fand ich hochinteressant, weil diese Löwin so aus dem Nichts erschien und dann eben versuchte, eine der zwei Giraffen zu erwischen. Gucken Sie sich das Video an. Mist. I got it all. Ja, da hätte wirklich nicht viel gefehlt. Deswegen bei der Einladung hatte ich absichtlich die Videoaufnahme ein bisschen früher gestoppt, weil man ja den Eindruck hatte, als ob sie den Hinterlauf erwischt von der Giraffe. Und, aber die hatte nochmal Glück, die kam diesmal weg. Ist natürlich, das ist nun mal Natur. Ich fand das nur super, so eine Aufnahme überhaupt hinzubekommen. Also ja. Das war halt der glückliche Tag einer Giraffe. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Topics heute. Endlich mal ein paar schönere Themen, fand ich diesmal. Und als nächstes haben wir die Destinations. The Regional Review brings you news, views and interviews from NMH correspondents from across the country. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact regional@synergy.com.na. Ja, willkommen zurück, und diesmal haben wir unter Destinations mal ein paar andere Sachen rausgesucht. Was heißt ein paar andere Sachen? Eins auf jeden Fall anders. Das hier ist eigentlich normal. Das ist das Haus Schweriensburg Gästehaus, also Gästehaus. Ich habe einfach mal auf der Karte versucht, Ihnen so ein bisschen den Kontext darzustellen. Delta School Windhoek, also Delta Schule Windhoek, die sieht man, die ist den meisten bekannt, natürlich nicht unbedingt jedem Besucher, aber es ist nicht weit vom Zentrum der Stadt. Auf jeden Fall die obere Straße, die man da sieht, ist die Straße, die vom Zentrum der Stadt rausführt Richtung Klein Windhoek und weiter nach Gobabis, beziehungsweise wenn man vom Flughafen käme, würde man in dieser Straße eben runterfahren. So ist ziemlich zentral gelegen. Man sieht da die Sanderburg, man sieht die Heinitzburg und natürlich Schweriensburg. Und dann deswegen, die Straße heißt ja dann auch so. Und deswegen halt Haus Schweriensburg, Gästehaus, also Gästehaus. Und das wollten wir Ihnen einfach nur mal zeigen. Auf dem Internet schreiben Sie ganz einfach ein elegantes Gästehaus in perfekter Lage. Man sieht dann eben auch hier diese Fotos, das ist schon sehr schön angelegt. Im Zentrum von Windhoek. Es befindet sich in der Nähe der beliebtesten Touristenattraktion des Stadtzentrums und des Geschäftszentrums. Das Old Suite House Schweriensburg bietet luxuriöse Unterkunft im Zentrum von Windhoek, einem erlesenen und gehobenen Viertel von Windhoek. Es ist nur 5 Gehminuten von den beliebten Zentren Windhoeks entfernt, darunter die Christuskirche, alte Feste, die Parlamentsgarten und dann Tintenpalast, die Heinitzburg, Schweriensburg, die Sanderburg, das Oela-Museum, das Handwerkszentrum und der Zoopark. Also das ist alles so ziemlich vor der Tür. Und Sie haben natürlich die Wahl zwischen geräumigen, luxuriösen Bed-and-Breakfast-Zimmern und Selbstversorgerunterkünften. Also es ist richtig schön angelegt, man sieht es ja da im Bild. Und das geht einfach, ob Sie einen romantischen Rückzugsort, eine Geschäftsreise oder einen Familienurlaub planen. In unserem Boutique-Gästehaus genießen Sie absolute Privatsphäre dank der reichhaltigen historischen Architektur aus dem Jahr 1925. Ja, und das ist natürlich schön anzusehen da. Und ja, da wir auch manchmal bei solchen Sachen dann oder dahin kommen, können wir das auch so ein Stück weit bestätigen. Aber gucken Sie sich schnell dieses Video an.
And here we are at Haus Schwegenberg. We are getting inside, getting to know about this beautiful establishment. Now, if you're not excited, I'm gonna give you all of that excitement today. Today we are speaking to the founders or the owners of Haus Schwegenberg, that is Ms. Anri and Isaac van der Merwe, and also get to see the beautiful rooms, the beautiful aesthetic that they have going on here. Now, if you're not excited, let's head on inside. And we're getting to know all about this amazing establishment. Now, if you guys don't know already, this place is breathtaking. The views are going to show you all about that. Can you start a little bit with some history about this place? How did it come about? We bought this house. It was very old and neglected in 1999. And we started renovating it bit by bit. Over all these years, and we just raised our children here. We have three beautiful daughters, so we raised them here. And when they start moving out of the house, we decided now I think it's time to open up, because it's such a beautiful place. We wanted to share it with other people as well. Ach, and we love people, so, and it's very interesting to have different kinds of people all over the world here. And so, yeah, that's. It happened over many years of hard work and putting the place together as it is for today. Great stuff. So this beautiful establishment, from the time that you began, how has it been received by the locals and those that are international? First of all, thank you for the opportunity. I must say, if we look at the reviews we get, the people love the place and they kind of appreciate what we have done here. And the homey atmosphere, and also because it's quite an old establishment. It was originally built in 1925, so it's almost 100 years old. Wow. So it was quite a challenge to renovate the place and to keep the old traditional, you know, that kind of feeling from the past, bringing it over into a more modern kind of scenario where we are now. Mm. And people appreciate that. So and they can feel, you know, the love that went into the whole renovation. Oh, definitely. The features look amazing. I think we should dive a little bit into the detail. Yeah. So what inspires your aesthetic and your features that you have decided to implement within the guest house? I think heart. You know, many people ask me, because, you know, you will be amazed of how many people will see the detail and they appreciate the detail. So, and you know, it's just in my heart. So, I didn't realize from the beginning that people will really appreciate that, but they really see it and they love it. And I think if someone just put their heart into something and they do what they love, then this is the outcome. So I don't really think it's something we try too hard. It was just a happening. It was just how it ended. Yeah. It just happened magically. Yeah. And right. Something doesn't have to be perfect to be nice. Yeah. And I think the atmosphere created is actually what it's all about. Great. Because people like the intimacy and the way you communicate with them and, you know, interact with them. Great stuff. So speaking about the location of the guest house, where can Namibians find you guys? If I'm around Windhoek and I'm looking for a beautiful, quiet place and I'd really like to get some bread, some fresh air, where do I find you guys? We have a website. If you just go on Haus Schwegenberg, or even places where you stay in Namibia, they will find us on bookings.com. And we are working on our social media as well, Twitter, but Facebook and Instagram. Yeah. So we are currently getting that also updated. And so yeah, that's where they will find us. And then we're welcome to just pop in and say hello and make a booking with us. Great stuff. And I can tag you guys on social media. I can show, you know, the beautiful views from here. So speaking about the establishment once again,
What are some of the great features that you have to offer for, you know, your visitors? I think the space and the view over Windhoek, the pool, the private areas, the balconies, and then also the nice spacious rooms, which I don't know if you will ever look at, maybe. Oh, definitely. The sunset. And the sunset, yeah, we have the most beautiful sunsets. And especially in Namibia, I mean, that's a big thing. And even if you start getting into the rainy season, and every evening is different. So it's quite a spectacular view to have here from the stoop. Okay. So if I'm a visitor at House Wellingford, do you have a restaurant? How do I get my food, my dinner, my lunch? Do you have breakfast included? Yeah, so basically all our bookings comes with breakfast included. And then on special request we can serve dinner. But I mean, that is not included, so that's only, like I've said, on special request. We don't do any lunch, although we can do light also on request. Only for our bookings? Yeah, only for our bookings. So we're not like a restaurant. It's okay. It's mainly a bed and breakfast. But now, because we get a lot of business people, sometimes they would like to have dinner here at their residence, so then we can offer that. Yeah. With a nice glass of wine. All right. So we just spoke about the rooms in a blink of an eye. But I want to get to know, do you have any special attention that you've paid to the rooms to say you've come up with a different theme, or do they have different names? How are they distinct, different? Yeah, we try to stay true to the building. You know, it is an old historic building. And I think in Namibia we have enough lodges with animals and all that stuff. So we try to just enhance the historic idea. And so we took some of Christine Marais's art paintings and enlarged them and put them into the rooms. Oh, wow. So it's really beautiful. You know, it's part of Namibia's history that I think one cannot wipe. It's part of us, it's part of the history, and we all learn from history, but we need to take it from there and make the most of it. So that's why we took the historic history and bring that into our rooms and just enhance it with our furniture. Our furniture, you will see, it's a mixture between old classical stuff, furniture with a little bit of modern. And it's just classical, you know. It's, and we really try to make it as neat, and we are really proud of it. Yeah. Yes, definitely. I can imagine. I mean, the views are still breathtaking. I'm looking out. You can see the city outside. You can see the beautiful buildings. You can see birds are running around. All right. So I think that has come to the end of this interview. But can you speak about the guests that you have? What are the many guests that you receive? Is it mostly locals or is it international guests? I must say, I think at the moment 90% is international, mainly from Europe. And then we also get a few business people from South Africa. At the moment, very few local people. But I think it also depends on the season. So it's quite seasonal. So at the moment, I mean, since after COVID, we only really started picking up in numbers since August, and that's actually the international season. So we'll see now what happens next year, because we're quite a new establishment. So I think the local market will also start developing. You know, so we'll manage it and see how it goes. Yeah. Is there anything else you'd like to say? No, I will just want to say that the Namibians also, we're welcome here, and we love what we do. And I think as Namibians, we really try to give it back to Namibia, to make Namibia, give it more character. So if everyone, each and every one of us in this country, just do their part of making this country beautiful, this where they are, then can you imagine what a beautiful country we would have? So, and yeah, and we need to share it with the world, because I think we are a very beautiful and special country. It's a privilege to live in Namibia. Yeah. And I only start realizing when you start speaking to the international guests, then you start looking at your own country through a different view. All right, so we're looking forward to having more guests in December, the festive season is approaching. I wish you guys so much good luck, and I wish that, you know, I can also come here, have
have a glass of wine, relax by the pool, and have great views. Thank you guys so much for staying tuned and staying intact with this interview. We'll see you just in a bit. We just saw the great views in the great establishment that House Schoenberg is. Now I'm glad that I've been here to visit to get to see the amazing features. If you guys are not as excited as I am to visit this place, I don't know what you're doing, but definitely it's one for the books. I've seen the rooms, I've seen the dining area. It's beautiful. The pool is behind me. Could this get better? Thank you guys so much for joining me today and learning about this beautiful historic place and having to know all about its background and its rich tradition that it has and the great detail that we can appreciate. We'll see you guys in the next one. Ja, und das war Haus Schwerinsburg, also Gasthaus, Gästehaus, Gastbetrieb. Und dann habe ich als nächstes aber Live-Cams mal rausgesucht. Und zwar ist das ja international so ein neuer Trend, dass man Leuten einmal zeigt, was da draußen los ist, ohne dass sie reisen müssen. Ich habe hier einfach mal rein fokussiert, einmal oben Etosha, konnte man Ocaqueo, das Wasserloch, sehen. Und dann unten in der Namib-Wüste, das zweite von Gondwana. Das ist natürlich die Gondwana Collection. Da haben wir einfach mal hingeguckt. Und wenn Sie hier auf die Fotos sehen, ich habe einfach eine Suche eingegeben, Live Cams in Namibia. Hier sehen Sie das. Ich habe das einfach mal rauskopiert. Oben können Sie sehen, Live Cams in Namibia. Vorher habe ich auch Live Cameras in Namibia aufgesucht. Auf jeden Fall kommt dann sowas raus, wie eben hier dieser Livestream in der Namib Desert oder eben Ocaqueo Resort. Ja, und das hier ist jetzt eben in der Wüste. Das ist der von Gondwana Collection, also an der Namib Desert Lodge. Und da sieht man dann live. Vielleicht hören Sie das auch auf der Aufnahme jetzt, wenn Sie genau zuhören, dann hören Sie im Hintergrund auch die Vögel zwitschern. Und die Tonausrüstung ist so aufgestellt, dass man tatsächlich die teilweise so ein bisschen schnufeln hört und so weiter und sich mal kratzen oder jedes bisschen wird aufgenommen. Hier ist es ähnlich, da hört man natürlich dann die Gäste im Hintergrund, denn ich weiß, am Wasserloch kann man sich ja aufhalten und da sind dann oft auch Kinderstimmen zu hören. Ist natürlich ein bisschen ein weiterer Winkel, aber nichtsdestotrotz ist eben mal was ganz anderes. Sieht man halt, was am Ocaqueo Wasserloch eben los ist. In dem Fall waren es halt die Gemsböcke. Und ich dachte nur, wenn Sie nicht unbedingt in diesem Jahr auf Urlaub können und Sie wollen trotzdem so ein Stück weit Afrika mit beobachten, dann wäre es doch ganz einfach, wenn Sie das eben machen. Und wie gesagt, da sind verschiedene Sachen mit bei. Also da ist von Kalahari ist noch was bei. Wir hatten schon mal vor auf einer Show von uns. Es gibt einige von den Lodges, die das auch anbieten. Ich weiß, bei Ucho oben und so weiter. Also müssen wir einfach so ein bisschen suchen. Aber ich dachte nur, das ist so ein kleiner Denkanstoß. Da können Sie dann schon mal drauf aufbauen. Ja, und das sind schon unsere Destinations heute. Als nächstes haben wir To The Point. Sunset News is a daily news show focusing on national headlines as well as international news. If you'd like to feature your brand or campaign on this platform, please contact sunset@synergy.com.na. Sunset News. Don't end your day without us. Ja, und dann haben wir heute mal was ganz anderes bei Unter To The Point. Und zwar geht es da um den Max Muyembo Ruko. Der eine oder andere von Ihnen, die diese Show öfter sich anhören, werden wissen, dass ich mit Max Muyembo Ruko immer sehr viel zu tun hatte, wenn ich oben im Kavango im Gang war. Das ging natürlich dann um Reconnaissance Energy Africa bzw. Reconnaissance Energy Namibia, was immer man sie nennen will. Wir generell reden immer von Recon Africa. Hier auf der linken Seite sieht man Andreas Mawano und rechts ist der Max Muyembo Ruko. Mit denen hatte ich halt viel zu tun. Max war mein ständiger Begleiter immer da oben, sobald ich mir diese ganze Gas- und Ölexploration näher angesehen habe. Hier zeigte mir der Andreas dann den Turm, zeigte halt so Richtung Turm, also Bohrturm. Und dieser Bohrturm war vielleicht 150 Meter weg von seinem Anwesen. Der Turm selber stand auf seinem Grund und Boden.
war über Nacht einfach von Recon Africa eben da alles angetragen worden, aufgebaut worden. Naja, wir hatten das ausgiebig in der allgemeinen Zeitung immer wieder beschrieben und eben auf diesem Tourismus, auf dieser Tourismusshow auch immer wieder besprochen. Hier stand Max dann gerade in dem Mahango-Feld, also das ist Hirse, von eben Andreas Maruano, da im Hintergrund sehen Sie unseren Tourismus-Buggy. Und das war einfach nur zu illustrieren, wie nah das alles an seinem Anwesen war und wie störend das war. Man konnte die ganze Zeit die Stampfen von den Maschinen hören. Also nicht unbedingt das Richtige. Und im Nachhinein konnte man ja sogar durch den ständigen parlamentarischen Ausschuss dann feststellen, dass da wirklich viel Schmuh getrieben wurde. Das stellte sich heraus, dass er in vielen Hinsichten gar nicht erlaubt war, da oben zu bohren. Hier sieht man den Chief Haufiko und seinen Sohn, das war bei Makandia. Das ist, wo dann am Ende das dritte Bohrloch war. Aber zu jenem Zeitpunkt, im März 2021, haben die uns also erklärt, dass man ihnen gar nicht richtig erklärt hätte, was eigentlich der Sinn ist von Recon Africa, was sie eigentlich vorhaben, wie die diese ganze Ölsuche weiter ausbauen wollen. Rechts sieht man den Max, der hört interessiert zu. Max ist sehr informiert, wurde auch unter anderem deswegen schon eingeladen, durfte hoch nach Nigeria und sich da vor Ort das Fiasko da ansehen mit dem ganzen Ölschlick und so weiter, der im Delta liegt. Max ist hier in der Mitte zu sehen, ist ein bisschen dunkel geworden, das Bild. Das ist natürlich vor deren Bürogebäude, das eben das Bürogebäude vom Hege-Gebiet ist. Das wurde denen finanziert von der GIZ und KfW. Und diese Leute machen richtig, also das sind wirklich beeindruckende Jobs, die da oben machen. Die halten eben einmal die Kommunalwälder in Ordnung und dann eben sorgen sie, dass eben Leute wie Recon Africa nicht einfach treiben, was sie wollen, ohne zwischendurch, dass man ihnen mal auf die Zehe tritt. Hier sieht man jetzt Max, der war jetzt in dieser Woche in Windhoek und zwar bei der Jahreshauptversammlung von NAFA. NAFA ist ja unser Berufsjägerverband hier in Namibia und die hatten ihn eingeladen und ihn dann eben verehrt als den Pfleger oder den Naturschützer des Jahres. Und der Max war total erstaunt darüber, sagte auch zu mir, so richtig weiß er gar nicht, wie er dazu gekommen ist. Obwohl, ich verstehe das schon und ich finde das super, dass NAFA ihn dazu erkoren hat. Und der Max hat mir dann hinterher so eine kleine Videoaufnahme zugesandt, die wohl von einem Kollegen von ihm aufgenommen wurde. Gucken Sie sich das mal kurz an. Me, the Honor Conservationist Award, my first reaction was a sense of embarrassment. I was in a squander as whether I deserve such a great honor. I must confess that I'm still somewhat puzzled and I'm most humbled by this award. After my initial hesitation, however, I decided to accept the honor, not least because the award is not so much the recognition of my achievement as a nature conservator and executor, as recognized of the board has accomplished over the past 10 months or so. I thank you, NAFA, very much. Ja, da kann man dem Max nur zu gratulieren, denn wirklich, das ist nicht so, alles so ganz einfach. Man berichtet dann oft in der Zeitung über solche Sachen. Und, aber die meisten hier unten, unten in Windhoek, können sich keine Vorstellung machen, wie sehr man diesen Menschen schon zugesetzt hat. Da wurde in einem Stadion, hat die Polizei ihn einfach nur verhaftet, weil er mit Leuten kommuniziert hat, die interessiert waren an Recon Africa. Prinzipiell wurde ihm dann vorgeworfen, dass er mit Ausländern gemeinsame Sache macht. Ausländer? Ich bin kein Ausländer. Ich bin gebürtiger Namibier und ich schreibe für die Allgemeine Zeitung. Wenn er sich also mit mir zusammentut, dann ist er als Namibier vollkommen dazu berechtigt. Er wäre so oder so dazu berechtigt. Aber das zeigt, dass diese Recon Africa wirklich nicht alles immer fair machen. Und wir mussten manchmal, haben wir vorsichtshalber unsere Datakarten versteckt, weil uns die Polizei ein Weilchen lang erzählte, nee, wir hätten die ganzen
Fotos zu löschen und Videoaufnahmen. Und als wir das erstmal spitz kriegten, dann haben wir das grundsätzlich so gemacht. Aber der Punkt ist, wir fahren da zwischendurch hin und haben dann mal 2-3 Tage diese Leute am Hut. Für ihn ist das die ganze Zeit ständig eine Bedrohung. Also ich habe das dann gemerkt am dritten Tag, das ging mir auf den Nerv. Und der Mann macht das seit Jahr und Tag mit. Da kann ich ihm also wirklich nur gratulieren. Und ich finde, er hat einen super Mut bewiesen, indem er immer wieder diese Geschichte weitergeführt hat und nicht aufgehört hat. Und wie wir wissen, ist Recon Africa im Moment, hat natürlich das Problem, dass der Aktienpreis sehr, sehr weit gefallen ist. Aber sie machen noch weiter. Sie wollen ja jetzt sogar 12 weitere Löcher noch bohren. Und wir wissen ja mittlerweile, wie das geht. Ganz egal, welche Beschwerden und Einwände man einreicht. Unser Vater Staat, der sagt sich, ja, nee, das muss halt sein. Er hat ja 10% Beteiligung. Er dürfte von Rechts wegen meiner Meinung nach gar nicht erst beurteilen, ob eine Umweltprüfung überhaupt die richtigen Kriterien erfüllt. Naja, wie dem auch sei, Sie kennen das Thema, ich habe das Ihnen schon öfter geschildert. Punkt ist, Max, well done. Also das muss man wirklich sagen und ich gratuliere ihm da wirklich und hoffe, dass er den nötigen Erfolg dabei auch genießen kann und dass seine Leute durch diese Bestätigung irgendwo sehen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Show. Ja, jetzt so am Ende war ein bisschen negativ und so weiter. Aber im Großen und Ganzen fand ich diese Show deswegen diesmal so schön vorzubereiten, weil jede Menge gute Nachricht damit drin steckt. Also, und das ist ja einfach auch für uns schöner, dann darüber zu berichten. Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig unterhalten können und verbleibe jetzt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende und hoffe, Sie haben eine gute Woche vor sich. Ist ja nun Weihnachtszeit, also der zweite Advent steht vor der Tür. Und somit verbleibe ich und sage schönes Wochenende und tschüss.